Spiel. Also, für die, die es nicht mitbekommen haben, gibt es noch einen ganz kurzen Abriss zur Story. Und zwar sind wir derjenige, der den Protagonisten aus dem Hauptspiel Outlast die Nachricht hat zukommen lassen, dass im Mount Massive irgendetwas komisch ist. Das fanden aber die Leute vom Mount Massive nicht so gut, deswegen haben sie uns glatt zum Insassen gemacht und haben uns dieser höllischen Prozedur unterzogen, Projekt Wallrider. Ich will nicht zu viel spoilern vom Hauptspiel, deswegen spielt das Hauptspiel. Jetzt ist aber natürlich ein bisschen die Scheiße am Dampfen. Wir sind jetzt hier in der Anlage unterwegs und unsere Aufgabe ist es, hier aus der Anlage wieder rauszukommen. Und dafür haben wir unsere berühmten Tools. Und wir haben irgendwo einen Typen mit einer Bohrmaschine. Und damit sage ich willkommen, liebe Leute, hier zurück bei Outlast Whistleblower. Wir müssen irgendwo das Gas abdrehen, habe ich das Gefühl. Oder weiß ich ja noch. So. Und hier finden wir erstmal ein paar Organe. Und irgendwie ist sie auch ziemlich dunkel. So. Deswegen natürlich machen wir etwas Licht. Ah ja, der Serverraum. Oh, eine Batterie. Eine Batterie ist immer gut. Was zum Glück ist die Cam nicht in der Ecke. Was auch immer du jetzt damit meinst. Ich hoffe... Okay. Irgendwas Fieses und Gemeines scheint da mal wieder zu... Wow, Scheiße! Der ist schon wieder. Aua, er hat uns! Nein! Nein, Alter! Jetzt hau doch mal ab hier, du Wichser! Oh mein Gott, ich verliere Blut! Nein, er hat uns erwischt. So ein mieses Schwein. Scheiße. Geht ja schon mal gut los hier. Direkt erwischt worden. Okay, also wir wissen jetzt, wenn wir da hinten hingehen, da kommt unser Freund. Die Frage... Ah, guck mal, wir können jetzt hier hinten zum Beispiel... Okay, die wurden hier alle vergast. Och nö, der ist hier auch noch am Stissen. Na geil. Ich laufe jetzt hier einfach eine Runde um mein Leben. Hi, Junge. Oh, der haut einen aber auch Handkanten rein, ne? Ja, wir müssen hier irgendwo das Gas abdrehen, aber ich weiß leider noch nicht so richtig, wo. Weil ansonsten läuft man hier nur so ein bisschen im Kreis. Immerhin lässt unsere Ausdauer nicht nach. Das ist schon mal gut. Nein! Aber guck mal, wir können auch hier hinten lang, haben wir jetzt festgestellt. Ah, wir können da nicht drüber springen, oder? Nein! Vergammt! Ich wollte fliehen! Oh nein, ein Tisch! Scheiße! Scheiße! Okay, das war jetzt schon mal nix. So, musste erstmal einen blöden... Link-Poster hier verbannen. So. Also.
Was wir jetzt gelernt haben ist, wir müssen hier irgendwie das Gas abdrehen. Die Frage ist nur, wie machen wir das? Och nö, der schleicht hier echt überall rum. Ah. Nein, ich will hier weg. Warum kann ich da nicht weg? Warum kann ich da nicht weg? Also, ich glaube, ich muss auf jeden Fall das Gas abdrehen und damit wahrscheinlich den Typen verscheuchen oder so. Und er kommt an vielen Stellen. Also es ist, glaube ich, komplett Wurst, wo wir hier anfangen. Wir können natürlich versuchen, jetzt ein bisschen vorsichtiger zu sein. Jetzt zum Beispiel kommt er jetzt da an der Seite nämlich vorbeigelaufen. Och nö, und er sieht uns auch direkt. Na gut, die waren auch sehr leicht zu erkennen. Das ist jetzt echt eine fiese Stelle hier. Ah, aber wir kommen hier oben rauf. Interessant. Und er scheint uns nicht hinterhergekrabbelt zu kommen. Ah, und hier ist die Gaskammer. Ja, ich weiß, wenn ich das höre, dann denke ich mir auch, WTF. So, the gas room. Okay. Hey, immerhin, wir haben das Gasleck geschlossen. Okay. Scheiße! Fuck it! Nein, nicht hier rein! Oh, der Raum ist böse! Ist der Computerraum! Wir müssen in die rote Kammer hier rein. Hi! Ach nein! Ach nein, das gibt's doch nicht. Ach nö. Ach verdammt. Wie ist eigentlich vom Ton her? Ist alles so gut eingestellt? Könnt ihr alles gut hören? Könnt ihr mich gut hören? Könnt ihr das Spiel gut hören? Einfach mal so als Frage. Da könnt ihr ja mal die Info droppen. Auf jeden Fall war doch hier irgendwo noch diese Tür gewesen. Ach nee, hier komme ich ja her. So. Immerhin haben wir jetzt hier hinten einen kleinen Weg gefunden. Waren wir da hinten schon drin in dieser Kammer? Ah, anscheinend schon. Aber jetzt können wir nämlich hier hinten auch den Weg benutzen. Oh ja, damit scheint hier auch einen ganz neuen Abschnitt des Spiels zu laden. Das Spiel könnte etwas lauter sein. Okay, das Problem ist natürlich immer, wenn man fragt, so ein, ob das passt oder nicht, kommt immer sowas wie ein bisschen, ein klein wenig. Das heißt, ich versuche das jetzt ein bisschen anzupassen.
Aber wie immer werde ich jetzt nicht stundenlang hier die Regler bedienen. Das heißt, ich werde jetzt einfach nur einmal den Regler ein bisschen mehr nach rechts schieben. So, und jetzt gucken wir einfach mal. Das heißt, es dürfte dann gleich entweder leiser oder lauter sein. Weil ich kenne das schon aus alten Streams. Da sitzt man dann teilweise eine halbe Stunde da, bis dann der Letzte auch schreibt, jetzt passt's. Und dann schreibt der Erste, jetzt ist es bei mir aber falsch. Aber ich probiere es jetzt, ich habe es ein bisschen umgestellt, könnt ihr ja dann mal gleich schreiben. Aber denkt dran, das ist natürlich ein Livestream und kein Let's Play. Also, das ist natürlich ja auch alles ein bisschen der Live-Spaß. Hoffe ich zumindest, dass ihr Spaß habt. Also, ich habe Spaß. So. Und das Spiel könnte auch mal Spaß haben und mal ein bisschen ausladen. Und hallo Xanjin. Er hat jetzt gerade Hi geschrieben, deswegen sehe ich das gerade. So. Na gut, das Spiel lädt immer noch. Dann kann ich ja mal was trinken. Ein schönes Wässerchen an diesem heißen Tag. Aber heute ist echt mega heiß. Als ich nach Hause kam, habe ich mich erstmal warm geduscht. Jetzt macht man sich denken, WTF. Wenn draußen heiß ist, warum duschst du dich dann warm? Das ist gar nicht mal so schlecht, weil damit temperiert man den Körper. Man passt quasi seine Temperatur der Temperatur an und damit schwitzt man nicht mehr so stark. Deswegen sollte man ja auch, wenn es kalt ist, jetzt nicht unbedingt tiefgekühlte Getränke trinken, weil dann schwitzt man ja wie ein Schwein, sondern man sollte wirklich dann auch eher was Zimmerwarmes trinken. Das ist das, warum immer Oma und Opa sagen, wenn es warm ist, sollte man Tee trinken. Und irgendwie lädt das Spiel jetzt hier nicht mehr. Also irgendwie geht es hier gerade nicht wirklich vorwärts. Ach, das ist schön. Wenn man mir zuhören kann, hat man immer Spaß. Das freut mich. Das finde ich gut. Vielen Dank dafür. So, aber wir könnten nochmal Spaß haben, indem das Spiel hier mal weitergeht. Vielleicht, wenn ich eine gute WoW-Brille aufsetze. Vielleicht ist das die magische WoW-Brille. Die WoW-Brille des Ladefortschritts. Kann man mal ausprobieren. Oh, ich höre was, also im Spiel. Der DLC ist ja auch nicht so lang, habe ich gesehen. Ich glaube 2,5 Stunden. Ich glaube 1,5 Stunden habe ich jetzt schon bald. Ich glaube, so mega viel gibt es hier auch nicht mehr. Ich weiß nicht, vielleicht werde ich den DLC heute durchspielen. Das wäre ganz gut, weil dann können wir im nächsten Stream, der wahrscheinlich am Sonntag stattfinden wird, was anderes spielen. Mal gucken. Vielleicht streame ich auch Samstag. Das muss ich dann mal checken. Mit meinem Checkbuch. Aber irgendwie geht jetzt hier gerade nichts vorwärts. Ich überlege echt gerade, das Spiel nochmal neu zu starten. Er hat ja schon vorher abgespeichert, aber das ist ja jetzt ja hier irgendwie. Also selbst mit der magischen WoW-Brille des Ladefortschritts kommen wir hier irgendwie nicht voran. Das heißt. Ja, das bedeutet, wir starten das Spiel mal neu. So, das heißt, ihr habt jetzt ganz kurz mal hier ein bisschen die Schwärze, aber. Das ist jetzt auch nicht alles so wild. So, der synchronisiert erstmal. So, jetzt starte ich wieder. Ui, ich habe den Whistleblower DLC schon seit über einem Jahr. Eigentlich schon fast seit 2 Jahren. Hätte also schon längst mal Whistleblower spielen können. So alt ist das Spiel schon. WTF, wie die Zeit vergeht. So. Mal gucken, ob uns das Spiel jetzt eher gediegen ist. Ich kann ja trotzdem noch mal die. Ah, guck mal. Alles perfekt. Ich brauche nicht mal die WoW-Brille. Naja. Willkommen hier zurück in der wunderbaren Welt vom Mount Massive. Und wir können ja trotzdem mal unsere Kamera aufsetzen, um schneller in den Modus zu wechseln. Ah nein, jetzt sind wir hier in dem Außenbereich. Ah, die habe ich ja immer geliebt. Nee, habe ich nicht. Weil in den Außenbereichen bringt einem die Kamera so wunderbar wenig.
Auf jeden Fall ist da noch jemand unterwegs. Ah, der Ton ist viel besser. Sehr gut. Sehr gut. Sehr gut. Das freut mich. Ton viel besser. Freut mich. So. Ich guck mal ein bisschen, ob hier jemand beim... Oh oh. Oh oh. Da hat doch gerade jemand die Gittertür bedient. Wenn das mal nicht unser Freund der Koch war. Scheiße! Wow! Ist das ein Irrgarten hier? Auf jeden Fall sind hier so irgendwelche Psychos unterwegs. Oh Gott. Oh Gott, oh Gott. Da haben sie sicher... Okay, also irgendwer ist hier auf der Jagd. Irgendwer jagt hier. Oh oh. Ich versteck mich erstmal hier hinten. Wow. Nicht schlecht. Da klingelt just das Telefon, oder auch nicht? Hm. Ach, das ist der Prison Block hier. Der Gefängnisblock. Oh mein Gott. Oh mein Gott, hier werden wir echt Spaß haben. Na Leute, wie ist bei euch so? Okay, ich glaube, der versucht dann noch ein bisschen Basketball zu spielen. Naja, sportliche Betätigung ist halt auch nie etwas Schlechtes, muss man immer mit dazu sagen. Jetzt kann man hier hinten rein. Oh, ich glaube, hier waren die echt nicht so gut auf die Wärter zu sprechen, glaube ich. So. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Oh my fucking God. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Ich hasse, also das hab ich schon im ersten Outlast ebenso nicht gemocht. Nämlich diese Passagen, in denen man hier außen unterwegs war. Weil hier sieht man nichts. Überall kam plötzlich was herkommen. Es ist praktisch richtig scheiße. Man läuft hier auch so praktisch. Läuft man hier irgendwie... Ja, ziemlich dämlich rum, irgendwie. Oh oh. Ah! Okay, das war jetzt nicht so gruselig. Ist auch sauschlau, durchs Wasser zu laufen. Was natürlich gar keine Geräusche macht. So.
Oh, Glück gehabt. Ich dachte, oben erwartet mich vielleicht was. Ach, die beiden schon wieder. Die Kannibalen. Hi, Jungs. Okay, die Kannibalen folgen wir zumindest schon mal nicht. Oh, guck mal, ein paar Hände. Naja. Okay, der Typ hier spielt mit Körperteilen. Ah. Alter, und jetzt raus hier. WTF! WTF! Oh mein Gott, ey, diese Außenparts in diesem Spiel. Ah, von der anderen Seite kann man rein. Ah, ein Dokument. Vielleicht auch eine Batterie? Nee, aber ein Dokument. Die Wallrider-Wahnvorstellung. Kurt, wir haben wieder einen und diesmal kannst du es nicht als einen Fall von akuter psychopathischer Belastungsreaktion abtun. Ein Wachmann ganz hinten im Verwaltungsblock ist der neueste Mitarbeiter, der anfängt, Wernickes Märchen zu sehen. Er war nie dem Antrieb direkt ausgesetzt. Er ist nie unterhalb des ersten Stocks in diesem Gebäude gewesen. Es wäre schon ein unglaublicher Bruch von Protokoll und Sicherheit, wenn Ärzte sich in höherer Reichweite eines angestellten Wachmanns über Wallrider unterhalten würden. Und es scheint schon sehr unwahrscheinlich, dass er alleine eine solch obskure und mystische Geschichte, gestolpert ist. Es ähnelt zu sehr dem Fall von Dr. Samuel und den anderen vor ihm. Es ist eine Sache, wenn ursprünglich gesundes medizinisches Personal unter dem Bann der Wahnvorstellungen ihrer Patienten fällt. Aber es ist etwas anderes, wenn diese Überzeugungen, ich weiß auch nicht, über die Luft übertragen werden. Wir müssen persönlich miteinander sprechen, auf jeden Fall. Billings, super. Dafür hat sich Seite 2 noch gelohnt. Ja, also der gute Wallrider scheint hier also auch schon die Wachmänner zu befallen, diese Wahnvorstellungen, die da durch diese Maschine erzeugt werden. Oh Gott, da unten wird schon wieder einer gequält. Warum laufe ich dahin, wo jemand wegrennt? Immerhin klettern wir hier etwas höher. Mal eine kleine Frage am Rande. Was war deine erste Reaction? Reaction, auch nicht schlecht. Als du mitbekommen hast, dass dein Let's Play zu Dark Souls gut ankommt. Ich hätte nicht damit gerechnet, ehrlich gesagt. Also ich hatte nicht damit gerechnet. Weil Dark Souls damals schon älter war vom... Oh, ganz kurz. Billy understood. They've always been here. So, also nochmal. Und zwar, ich hatte nicht damit gerechnet, dass Dark Souls so gut ankommt. Das Spiel war damals ja schon ein paar Jahre draußen. Ich glaube, die PS3-Version ist ja 2011 erschienen. Die PC-Version 2012. Ich habe 2014 das Let's Play angefangen. Und ja, also ich war wirklich überrascht, dass wirklich so viele Leute das bei mir gucken und auch am Ende, dass es immer mehr geworden sind. Normalerweise bei einem Let's Play ist es ja so, am Anfang hat man richtig viele Zuschauer
Und dann geht das so sukzessive runter. Je nach Projekt mal schneller, mal langsamer. Also ich habe Projekte gehabt, wie zum Beispiel Witcher, die 150 Folgen lang super liefen und dann plötzlich gab es einen Einbruch bei den Zuschauern. Wahrscheinlich, weil sich viele auch gar nicht mehr für das Spiel interessiert haben, weil es auch dann schon sehr lange veröffentlicht war. Aber bei Dark Souls warst du am Anfang, haben es sehr viele geschaut, dann wurde es ein bisschen weniger, so nach 40, 50 Folgen. Und dann nach 30 Folgen wurde es wieder mehr. Also dann gerade die letzten 20 Folgen liefen richtig, richtig gut. Also es hat mich eigentlich sehr überrascht, weil normalerweise passiert das nicht. Es hat mich auch sehr, sehr gefreut. So, wir müssen hier immer noch irgendwie weiterkommen. Das sage ich irgendwie ständig. Aber ich meine das diesmal auch so. Ah, guck mal. Okay, da war gerade irgendwas Krasses und ich habe es nicht gesehen. Oh. Okay, ich glaube, die rasten da drin gerade echt ein bisschen aus. Nice Burschen. Ah, guck mal, wir haben das Funkgerät gefunden. WTF! Okay. Oh. Irgendwas. Ah, wahrscheinlich ist es unser. Oh nein, unser Freund, der Big Boy. Ach du Schreck, den gibt's ja auch noch. Na toll, jetzt machen sie auch noch die Türen zu. Na wunderbar. Ah, ich glaube hier hinten ist gut. So. Hier hinten kommt der nämlich nicht weiter, der alte Ficker. So. Okay, wir sollen jetzt den Verwaltungsblock erreichen. Denn da finden wir wahrscheinlich eine Möglichkeit zu entkommen. Na gut, dann schauen wir mal, was uns noch erwartet hier auf dem Weg zum Verwaltungsblock. Was? Okay. Ich glaube, der schreibt das mit seinem eigenen Blut, oder? Da ist ein Loch im Boden. Wahrscheinlich müssen wir da durch. Okay, also irgendwer ist hier. Ah ja, guck mal da. Okay. Okay, ich gehe ja schon. Ja, ich gehe ja schon. So.